So, Haru Miyomo da. Das Nest. Entkommen Sie aus dem Nest. Also, jetzt gucke ich aber noch mal mir die ganze Karte hier an. Zwar richtig genau hier am Anfang, so genau man sich die halt angucken kann. Hier am Anfang geht es um die Ecke und dann wieder um die Ecke. Und dann hört es schon irgendwie auf. Weiß nicht, ob da irgendwelche Löcher sind oder so. Wir haben Hayashis Haus, Kondos Haus, Nakanos Haus, ein Schrottplatz. Ein Metzger. Der Metzger ist fast beim Ausgang. Ja, da geht's nach Hara. Harajadori. Ist beim Metzger. Die Sanja-Brücke, die ist da. Chibiki-Brücke ist da. Hauptkreuzung. Oh, da geht's zur Hauptkreuzung. Es gibt also zwei verschiedene Ausgänge. Also man kann hier ja kaum irgendwas großartig erkennen auf der Karte. Ich nehme mal an, man geht jetzt erstmal irgendwie zu Hayashis Haus. Könnte ich hier eigentlich noch reinzoomen? Nee, oder? Nee, zoomen geht nicht. Ich habe auch gerade mal eine andere Art Audio. Version ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, dass es da auch bei dem Output-Mode auch ein bisschen hängt. Weil das ist der hier sogar besser. Und nach Hayashis Haus. Das hier sieht aus, als könnte man hier eventuell hoch, das ist so ein bisschen weniger weiß, eher grau. Oder hier könnte man vielleicht auch lang. Das wäre dann Kondos Haus oder zum Schrottplatz. Keine Ahnung, ich glaube, das muss ich einfach mal loslaufen und gucken, was es hier halt so gibt. Sobald ich mich traue. Also hier war doch gleich jemand. Da. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Jetzt umzukehren wäre wahrscheinlich nur verwirrend. Ja, aber vielleicht wäre es für mein Le Überleben nicht schlecht. Den speichere ich mir direkt mal. Oh ne, er geht zurück. Haben wir noch? Da macht jemand ein Messer scharf. Es scheint aber weiter weg zu sein. Da ist bestimmt der Metzger. Mal eben schauen, in welche Richtung gucke ich gerade. Ja, das könnte hinkommen mit dem Metzger. Solche Insektenviecher sind hier auch. Wo könnte das denn sein? Es guckt jedenfalls auf ein Licht. Und dann läuft es irgendwo runter zum. Los.
auf dieser Karte. Hier wird es gewesen sein. Das ging so schräg darunter. Das ist bestimmt hier. Okay. Muss ich aber auch erstmal hinkommen. Das ist dann jetzt erstmal egal. Ich glaube, den muss ich dann auch nicht unbedingt speichern. Das ist der hier direkt um die Ecke, ja. Was ist das? Das scheint näher zu sein. Aber das scheint irgendwie gefangen zu sein. Da mache ich lieber nochmal einen neuen Versuch. Nicht, dass das da irgendwo an der Wand festhängt, wo ich lang muss. Oh, hallo. Ah, okay. Das ist irgendeine Tür. Moment. Wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, gucke ich nach da. Okay. Das ist bestimmt irgendwas bei dem Haus. Oh, das scheint öfters so festzuhängen. Na gut. Ja gut, hinter mir wird nichts sein. Wer ist das? Oh, das ist der hier am Anfang. Ja, da muss ich gleich noch überlegen, wie ich an dem vorbeikomme. Das ist bestimmt beim Metzger. Und hast du dein gruseliges Geräusch jetzt mal weggekriegt? Das wäre doch jetzt der Hit, wenn du dich nachher ins Bett legst und dann wirst du wach, weil es plötzlich wieder an ist. Dein PC ist auf einmal wieder hochgefahren und das Geräusch läuft. Gut, für dich wäre das wahrscheinlich eher nicht so der Hit. Der scheint da rumzuhämmern, ne? Okay, ich glaube, hier muss ich schnell vorbei, während der da am Hämmern ist. Kann ich mich hier verstecken? Ist zu dunkel, um sehen zu können. Ja, mach halt Licht an. Im Mülleimer liegt ein altes Buch. Hanuda, eine Einführung. Ich könnte nochmal eben wieder ins Archiv gucken. Ich werde wahrscheinlich eh sterben und muss das dann nochmal irgendwann angucken. Aber ich will mal gucken, was wir da alles mittlerweile haben. Bang, Ausgabe Nummer 33, erschienen 1. Juli 1996. Eine Sonderausgabe über Naoko Mihama, ganz intim. Erfahren Sie alles über die süße 20-jährige Naoko? Liebe Leser, werden Sie grün vor Neid. Naoko Mihama Spezialbeitrag. Bang, es ist gelungen, ein Exklusivinterview mit Naoko Mihama zu bekommen. Diese Zeit mit den Aufnahmen zur beliebten Serie Werden Sie grün vor Neid beschäftigt ist. Lassen Sie sich von Miss Mihamas engelsgleichem Lächeln und überraschenden Antworten auf unsere Fragen verzaubern. Okay. Ja, dann zeig dem Abwasch, wer hier der Boss ist. Die Symbole sind in einem besonderen Muster angeordnet. Die Spieler legen einen Finger auf das Brett und stellen eine Frage. Angeblich bewegen dann Geister das Brett zur Antwort. Zeichnung mit kryptischen Symbolen. Normalerweise befinden sich für dem Brett die Buchstaben des Alphabets, doch hier sind stattdessen 26 kryptische Symbole eingezeichnet. Hm. Ey, die Tomoko hat in dem einen Level doch... Moment mal. Die Tomoko hat in dem einen Level doch Sachen auf den Boden gekritzelt. Da wäre es ja jetzt tatsächlich interessant, da nochmal nachzugucken, ob da irgendwas von dem hier stand. Man kann das sogar halbwegs noch erkennen, was es eigentlich sein soll teilweise. Also das oben zum Beispiel über dem Kreis und dem X, da hat man ja Yes und No und das sieht noch halbwegs aus wie ein Y und ES. Das A ist halt nicht mehr so wirklich A. Guten Abend, wer zur Hölle? Contisto? Okay. Ich würde gerade sagen, wer zur Hölle hat denn da auf einmal... Das ist doch koreanisch. Ich dachte, es ist Christian, aber es sieht nicht nach Christian aus. Na gut, guten Abend. Da. 41. Leihkarte Naoko Mihama. Leihkarte an der Grundschule, Schulbibliothek, Regal Nummer 386. Buch der Hanuda Volkssagen, zuletzt ausgeliehen von Namiko Yoshikawa. Bibliothek der Grundschule von Hanu. Ja, der Rest ist unleserlich. Von Hanuta wahrscheinlich.
Buch der Volkssagen Hanno, das zusammengestellt von Hannover Folklore-Gesellschaft. Dies ist eine Sammlung von Volkssagen, die in Hannover von Generation zu Generation weitergereicht wurden. Fische aus dem Himmel. Vor langer Zeit litt das Dorf unter einer langen Dürre, die eine große Hungersnot verursachte. Plötzlich fielen einige seltsame Fische vom Himmel, direkt zu Füßen eines hungrigen Mädchens aus dem Dorf. Sie war so hungrig, dass sie einen der Fische aß. Als der Fisch ihre Lippen berührte, verdunkelte sich der Himmel und Donner ertönte. Um die Götter zu besänftigen, betete das Mädchen und gelobte, die Fische einzeln zurückzubringen. So wurde ihr vergeben. Ja, das war... interessant. Sage ich jetzt mal lieber nichts zu. Reliefskulptur von Engeln. Ein Relief von mit Schwert und Schild bewaffneten Zwillingsengeln. Was zur Hölle hat das denn jetzt hier mit irgendwas zu tun? Sagt mir gerade gar nichts. Legende der Prinzessin Konohana. Ein traditioneller Mythos, so wie er in Hannover erzählt wird. Die Handlung ist äußerst interessant, denn sie unterscheidet sich deutlich von anderen Versionen, die man in alten Aufzeichnungen findet. Als der Gott Ninigi vom Himmel herabstieg, verliebte er sich in die Prinzessin Konohana und bat ihren Vater, den Gott Oshamatsumi, um ihre Hand. Erfreut schickte dieser auch Konohanas Schwester, die Prinzessin Iwanaga, mit deren Name ein Symbol der Beständigkeit der Berge war. Was? Verstehe, was macht das mit da? Ach, er schickte sie mit. Da fehlt, glaube ich, noch ein Komma. Er schickte dieser auch Konohanas Schwester, Prinzessin Iwanaga, mit, deren Name ein Symbol der Beständigkeit der Berge war, in der Hoffnung, dass der Ehe langlebige Nachkommen entspringen würden. Geblendet von der Aussicht auf ewiges Leben, verstieß Ninigi Konohana und nahm stattdessen Iwanaga zur Braut. Hat toll geklappt. Aber weil er Konohana geschmäht hatte, deren Name die Üppigkeit der Blumen versprach, wurden Ninigis Nachkommen in Dunkelheit eingeschlossen und sollten niemals das Tageslicht sehen. Urien, Shiro Miyata, Museum von Misumi, kulturelles Artefakt, kreuzförmige bewaffnete Tonfigürchen, Länge ca. 20 cm, Herkunft und Datum unbekannt. Es wird geschätzt, dass sie irgendwann während der frühen bis mittleren Jomon-Perioden, 5000 bis 1500 v. Chr., entstanden sind. Die Figürchen sind mit eingeritzten Schwert-Schild-Designs verziert. Ah, wahrscheinlich als Symbol eines Kriegsgottes. Man vermutet, dass sie als Opfergaben bei Ritualen verwendet wurden, um den Erfolg in Schlachten zu sichern. Mitternachtspimpanelle, lateinischer Name Epiphyllum noxipetalum, eine Sukkulente aus der Familie der Kakteen, Herkunft Zentral- und Südamerika, bekannt für ihre blutroten Blüten. Die Mitternachtspimpanelle blüht nur einmal jährlich und zwar nachts. Die Blüten verwelken, bevor der Morgen dämmert. Symbolbedeutung versteckter Glaube. Mann, haben wir einiges hier. Naoko Mihamas Highschool-Jahrbuch, Ishiguro Highschool-Anthologie 1989. Naoko Tanaka. Ach so, die hat dann wahrscheinlich geheiratet. Heißt deswegen Miyahama. Drittes Schuljahr, Klasse 6. Ich möchte unbedingt zum Fernsehen und berühmt werden. Ich singe, Schauspielerin, probiere gerne neue Dinge aus. Ich möchte so ein Star werden, der immer wunderschön aussieht und von den Fans bewundert wird. Ja, die hat es ja so ein bisschen damit, dass sie mittlerweile halt nicht mehr so gut aussieht und das irgendwie an ihr nagt und sie von dem ewigen Leben als junge, hübsche Naruko träumt. Medizinische Notizen von Shiro Miyata. Eine medizinische Tabelle mit Aufzeichnung eines Laborexperiments. Femorale Vene durchtrennt, Vorderbereich seziert, Unterleib geöffnet, Kopf abgetrennt. Der Rest ist unleserlich. Anmerkungen: keine Blutzellen in roter Körperflüssigkeit vorhanden. Neue kristalline Struktur. Gewebe heilt sich selbst und Körper kann regenerieren. Das war er mit seinen ekligen Experimenten. Brot von Utsubo. Oh, Moment, da sind doch schon welche von den Schriftzeichen, die wir vorhin hatten. Das dritte ist ein B. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Jetzt finde ich es nicht mehr. Doch, da. Aha, das ist auch ein U gewesen. Was ist das denn? Das KLM. Das wird ein J. Nee, ein K gewesen sein. Okay, jetzt will ich nochmal da hingucken. K, U, B. Vielleicht ein I, Kubi? Das würde Kopf heißen.
Eines Tages sahen die Dorfbewohner etwas den Fluss herabkommen, das wie ein Boot aussah. Misstrauisch zogen sie es an Land und sahen, dass es wie eine Schale geformt war und einen Glasdeckel hatte. Als sie hineinsahen, fanden sie eine seltsame Frau. Haar und Augenbrauen der Frau waren völlig weiß, aber ihre Augen hatten einen roten Schimmer. Weil sie ihrer Sprache nicht mächtig war, wussten die Dorfbewohner nicht, woher sie kam. In den Armen wiegte sie eine Kiste, die ihr sehr wichtig zu sein schien, denn sie ließ sie nie los. Man sagte, dass das Innere des Gefährts, mit dem sie angekommen war, mit seltsamen und barbarischen Symbolen verziert war. Kasutori aktuell, Ausgabe 66, 24. Juli 2000. Das bizarre und makabre Massaker im Dorf XXX. Finden Sie heraus, was wirklich geschah in den frühen Morgenstunden des 21. Mai 1938, als in der schlimmsten Mordserie aller Zeiten 33 unschuldige Dorfbewohner brutal ermordet wurden. Wie konnte ein einzelner Mann über Nacht ein ganzes Dorf auslöschen? Was trieb ihn dazu? Diese umfassende Untersuchung enthüllt alles. Die Takeuchi-Monographien, Heiliger Glauben von Hanuda. Eine Reihe selbstveröffentlichter Schriften eines ortsansässigen Historikers. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit dem Synkretismus, der die einzigartigen religiösen Glaubensformen des Dorfes geprägt hat. Autor Umihito Takeuchi, 1937. In diesem Dorf werden seit jeher Götter aus unbekannten Welten verehrt und es dauerte nicht lange, bis sich aus der neuen Religion und den bereits existierenden Glaubensrichtungen ein neuer Glauben in Hanuda bildete. Die Verschmelzung zweier Glauben war nicht schwierig, besonders weil die Dorfbewohner bereits mit der Doktrin vertraut waren, sich selbst zum Wohle aller zu opfern. Die Anbetung weit entfernter Götter lässt sich durch die Jahrhunderte bis zurückverfolgen. Man sagt, dass die Bewohner dieser Gegend die Nähe des Mana-Steins schon lange als Beweis eines heiligen Ortes ansahen und ihn als Altar für verschiedene Opfer benutzten. Jedoch führten religiöse Verfolgung und die Verschmelzung mit anderen Glauben dazu, dass die meisten dieser Praktiken langsam immer mehr im Verborgenen stattfinden. Schild mit Karte von Arato, eine handgezeichnete Karte des Arato-Gebiets, ein winziger Distrikt mit ein paar kleinen Geschäften. Buch der Erlösung, die frohe Kunde, ein Satz Schriften aus Hanuda. In dieser Ausgabe wird beschrieben, wie die Engel die Ankunft des Erlösers auf Erden verkünden. Die frohe Kunde, himmlische Herolde erschienen einem Mädchen aus dem Dorf und verkündeten diese frohe Botschaft. Freut euch der Ankunft des Sohnes unseren Herrn. Okay. Schwestern besuchen die Miyata-Klinik, aufgenommen mit, am 4. April 67 mit Schwester Hisako. Und da sah die schon so jung aus wie jetzt. Buch der Erlösung, Frucht der Wirda, das hatten wir neulich bekommen. Ein Satz Schriften aus Hanuda. In dieser Ausgabe wird die Frucht der Wirda beschrieben, die angeblich ewiges Leben schenken soll. Im Paradies wachsen zwei heilige Bäume und der Herr gebietet, esst diese Früchte nicht, denn ich habe es euch verboten. Das ist die Puppe mit von Miyako und Hanuda, eine Einführung, haben wir gerade gefunden. Herausgeber Hanuda Rathaus, ein kurzes Buch über die Geschichte, Legenden und Bräuche von Hanuda. Die Anfänge des Dorfes Hanuda. In Hanuda wurden Artefakte aus den Jomon, Yayoi und Kofun-Perioden entdeckt. Es gibt Beweise, dass die ersten Siedler während des Jomons hier ankamen. Na gut. Ist aber sonst nur eine Sackgasse hier, ne? Da verstecke ich mich jetzt mal hier. Das war auch gerade richtig. Ja, lieber nochmal unten bleiben. Wie sieht denn der aus, ey? Aber der geht ja direkt schon wieder zurück. Wie komme ich denn da jetzt dran vorbei? Okay, er hämmert wieder. Vielleicht, wenn ich ganz langsam bin. Ich hab doch nie im Leben. Nee. Nee, das traue ich mich nicht. Jetzt kommt er wieder. Schöne Musik auch hier. Fuck, ich hab's. Nein. Ich kann direkt noch einen Versuch machen. Das wäre ein Game Over. Level gerade mal angefangen und ich weiß schon nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich kann mich ja auch nicht hier drunter verstecken. Also ich denke schon, ich werde mich hier verstecken müssen. Man muss sich warten, bis er weitergeht. Ich guck kurz hier rüber. Jetzt müsste ich eigentlich schon los. Vorsichtig, vorsichtig. Der kommt nämlich gleich schon wieder zurück. Jetzt hat er mich schon bemerkt. Einfach weiter, einfach weiter.
Komm, da kann ich doch durch. Kommt da nicht hinterher. Okay. So weit, so gut. Wo bin ich jetzt? Familie Hayashi. Okay, gut, das ist ja, wie ich vermutet habe. Dann komme ich hier an. Und wo bin ich jetzt gekommen? Von da. Muss grad, oh, da leuchtet auch schon wieder was. Scheint aber ein bisschen weiter weg zu sein. Hast gewonnen? Okay. Was sind denn das hier für eklige Geräusche hier? Ich muss gerade mal versuchen zu raffen, wo ich jetzt gerade durchgekommen bin. Müsste ja eigentlich... Ah, da ist der Typ wieder am Hämmern. Okay, das heißt, ich stehe jetzt... dann ist das hier, glaube ich, das Graue. Aua. Hast dich geschnitten. Ich meinte ja vorhin schon mal, dass das hier so grau aussieht. Wahrscheinlich kann man da hochklettern, aber das wird dann wohl jemand anders machen. Sie ist ja zu klein dafür. Ja, nee, das klingt irgendwie auch nicht so cool. Boah, ey, das ist so verwirrend hier. Ich versuche die Karte irgendwie zu verstehen. Oh, da geht's weiter. Also ich denke, in dieser Mission werdet ihr recht oft die Karte sehen, weil ich versuchen möchte, auch die ganze Gegend halbwegs zu verstehen, was ich irgendwie immer noch nicht tue. Wie ist denn jetzt das Haus hier positioniert? Moment. Jetzt hat er mich, glaube ich, bemerkt. Aber das ist mir egal, der kommt ja nicht hier durch. Ja. Jetzt gucke ich doch im Grunde... Jetzt müsste ich links von mir eine Tür haben und jetzt müsste ich links von mir eine, ja doch, das heißt, das ist jetzt die Tür, müsste hier noch, nee, das kann ja auch nicht sein. Noch von da, dann müsste doch rechts davon eine Tür sein. Ist doch auch. Und ich guck mich aber so um. Verschlossen, um nicht zu öffnen. Okay. Hier war doch noch eine Tür. Aber hier war auch irgendein Viech. Das wirkte vorhin so, als wäre das da drin. Oh, ist auch verschlossen, um nicht zu öffnen. Umso besser. Hier. Boah, die Musik hier, ey. Und so ein ekliger Gesang im Hintergrund. Hier liegt Abfall verstreut, nichts Brauchbares. Was die hier alles gebaut haben. Bin ich doch links am Haus vorbeigegangen. Oder? Ja, das heißt, ich müsste gerade... ich glaube, ich bin gerade hier. Und guck hier entlang. Das heißt, es geht gleich nach... links zu Kondos Haus. Irgendwas vor mir gerade? Jetzt noch nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das ist. Vor allem, weil das andauernd an der Ecke hängen bleibt. Ich lasse die Taschenlampe mal lieber an.
mal hier vorsichtig. Oh, da kann ich bestimmt durch. Ich möchte mich hier aber auch mal umgucken. Da könnte ich auch durch. Da komme ich nicht hoch, bin ich zu klein für. Mal hier kurz gucken. Das geht auch. Aber welches davon will ich denn dann? Es ist nicht gerade nett, dass sie nicht eingezeichnet sind auf der Karte. Oder ist das da doch? Da ist so ein bisschen dünnerer Strich. Könnte sein, dass das das eine Loch ist. Da. Ich gehe da mal durch. Ich gehe da doch nicht durch. Okay, das war offenbar der, den ich gerade, wo ich mich gerade noch gefragt habe, wo der ist. Wenn er sich mal ein bisschen mehr bewegt hätte, ne, dann hätte ich auch mitgekriegt, dass der... dass der da ist. Oh oh. Ja. Das kann ich gleich nochmal starten. In dem sollte ich wohl nicht so schnell vorbeilaufen. Dann hier verstecken. Ach, das sollte ich auch jedes Mal lesen. Ah, jetzt kommt er. Der sieht voll ekelig aus. Ich befürchte ja fast den Anfang, den werde ich noch öfter machen müssen. Hui, ist eigentlich auch egal, wenn der mich sieht. Ich kann jetzt einfach hier durchkriechen. Kann ich dann direkt weiter. Da sollte ich nicht rein. Ich kann aber eigentlich auch schon hier durchgucken, oder? Achso, das ist dann um die Ecke gewesen. Muss ich wohl hier rein, ne? Sehe ich hier auch irgendwas? Nicht so wirklich. Hier bin ich jedenfalls nicht da, wo das Viech vorhin war. Verstehe aber auch gerade noch nicht so ganz, wo ich jetzt bin. So, ist da jemand im Dunkeln? Oh oh, ist das nicht das andere Loch, das ich... Nee, das ist nochmal ein anderes Loch. Wahrscheinlich muss ich da weiter. Kann ich hier auch rein? Das geht sogar auf. Das ist ja cool. Schnell rein da. Jetzt bin ich hier drin. Hallo? Da ist ein alter Plattenspieler. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Fernseher ist scheinbar kaputt. An der Wand hängt ein Poster von einer Sängerin, die vor Urzeiten mal berühmt war. Woher weißt du denn? Na gut. Sogar im Schrank hängt ein Poster. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du denn, dass sie vor Urzeiten mal berühmt war, wenn du selber gar nicht so alt bist, aber kann sie ja von ihrer Mutter oder so gehört haben.
Ich habe gerade nur ein bisschen Schiss, dass ich jetzt irgendwo hinkomme, wo das Viech von draußen ist. Aber ich glaube, das hat von draußen auf diese Tür gestarrt. Sollte ich die vielleicht nicht aufmachen. Das ist eine schäbige Küche. Hier gibt es scheinbar kein fließendes Wasser. Von innen verschlossen. Ich könnte aufmachen, ne, aber... Will ich das? Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, was ich brauche. Ich hoffe, besser gesagt, nicht, dass da irgendwas ist. Also ich könnte es mir für Missionsziel 2 oder so vorstellen, aber... Ich gehe jetzt lieber erstmal den offensichtlicheren Weg weiter. Hier sind nur Büsche. Oh, jetzt ist die Person mit dem Messer ziemlich direkt vor mir. Sonst noch irgendwas vor mir? Ich gucke jetzt gerade mal vor mir links. Vor mir oben links. Und was ist das denn? Ja, das ist das Viech wieder. Das hatte ich vorhin schon mal. Das scheint aber noch weiter weg zu sein. Das ist, glaube ich, hier. Weil da ist so eine Holzbrücke, die über den Fluss führt. Und die anderen Brücken sind viel zu groß. Das dürfte diese Holzbrücke sein. Vor allem lief das da so eine Schräge runter, wo die Wand auch so ein bisschen schräg war. Moment mal, aber das guckt gerade auch von der anderen Seite auf die Brücke. Weil es sieht ja mich. Dann wird es wahrscheinlich hier irgendwo runtergelaufen sein. Wo komme ich denn jetzt überhaupt hier raus? Ich glaube bei Nakanos Haus. Gucken wir mal. Oh, von Nakanos Haus ist aber nicht mehr viel übrig. Hallo? Was ist das denn? Da ist ein kleiner Beutel mit einem komischen Foto drauf. Das kann ich mitnehmen. Und Lachsack. Unangenehmes Gelächter ertönt aus dem Beutel. Ja. Hä? Oh, shit, 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 shit. Okay, den blöden Lachsack mache ich nicht nochmal an. Boah, ich wusste auch nicht, dass da einer ist auf der anderen Seite. Guck mal, wo die hingeht. Vielleicht sehe ich auch schon, wo ich als nächstes selber hin soll. Ach, das war die Person mit dem Wetzstein. Wo willen die jetzt hin? Ah, die guckt sich den Lachsack dann an. Das wäre also wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich halt nur nicht direkt da gestanden hätte. Ja.
Ja, da ist er schon. Oh, jetzt geht sie aber doch zurück. Wo geht die jetzt hin? Jetzt steht sie da hinten rum. Oh, scheiße, die kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, ist bestimmt genau hinter mir. Kann ich hier was mit dem Wettstein machen? Ist auch egal. Da kann ich bestimmt durch. Ich lauf doch nicht dagegen. Oh Mann. Ja, die war auch direkt hinter mir. Da kann sie auch bleiben. Wo bin ich jetzt durch? Ich glaube, ich weiß. Ist ungefähr. Ich bin doch hier irgendwie nach links. Kann das sein, dass ich jetzt hier bin? Dann müsste aber hier links von mir eine Haustür sein. Irgendwo. Ist hier vor mir auch irgendwas leicht Graues? Ja, ich glaube, ich bin hier. Wahrscheinlich kann ich diese Tür noch nicht aufmachen. Und hier ist eine Öffnung weiter in die Richtung. Ist jetzt noch irgendwas vor mir? Oh Gott. Ah ja, wieder dieses schnelle Ding. Und was bist du? Das ist auf einer der Brücken. Wo soll ich überhaupt hin? Sollte ich mir vielleicht auch mal langsam überlegen. Ach ja, irgendwas hier unten. Entweder das oder das. Da stand, glaube ich, nicht, was von beiden mein Ziel ist, oder? Da stand, glaube ich, nur entkommen sie. Entkommen sie aus dem Nest, ja. Aber es ist ja beides dann untere rechte Gegend von der Karte. Oh, ich befürchte, ich muss gleich irgendwie noch an der Brücke hier vorbei, wo das Viech läuft. Sieht schon so aus, wir sind ja jetzt schon hier. Dann kommen wir bestimmt hier gleich irgendwo raus, wo das Ding auch rumläuft. Sehe ich leider nicht viel. Das hier wird diese große Brücke sein, unten, denke ich mal. Also wahrscheinlich auch da, wo ich hin muss. Muss ich jetzt nochmal irgendwie raffen, was der hier genau macht. Und wo er genau ist. Er guckt da hoch. Oh, ich sehe mich schon. Man sieht mich schon da drüben. Okay, da muss ich definitiv aufpassen, was den angeht. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Boah, die Musik, ey. Dann gehe ich wahrscheinlich besser hier oben hin. Oh, was ist das? Ein Ventil für das Schleusentor, aber es ist zu starr und lässt sich nicht bewegen. Vielleicht ein Erwachsener mit mehr Kraft. Oh, okay. Wo ist das Viech denn? Da.
Ja, da ist es. Ich mach mal das Licht lieber aus. Oh Gott, jetzt kann ich nur noch... Ach, jetzt rennt er da runter. Jetzt habe ich aber ja nicht gerafft, wo genau der hingegangen ist. Ich weiß vor allem auch nicht, wo ich genau hin will. Ich bin jetzt bestimmt hier. Und ich könnte über die Brücke rennen. Ich will wahrscheinlich auch irgendwie über die Brücke. Aber nehme ich die Holzbrücke? Oder das andere, die Steinbrücke. Ah, er guckt da hoch, ne? Das juckt meine Nase, wie blöde. Ich glaube, ich muss den hier mal eben eine Zeit lang beobachten, damit ich ein bisschen mehr raffe, was der genau macht. Und was genau ich benutzen kann, um da lang zu kommen. Das ist eigentlich ein guter Moment, wenn er da die Laterne anguckt. Das scheint er eine Zeit lang zu machen. Ich nehme jetzt, glaube ich, die Holzbrücke. Das erscheint mir ein bisschen sicherer. Ich glaube, nachdem er die Laterne angeguckt hat, hängt er auch eine ganze Zeit lang da. Hier runter. Da ist sie. Vorsichtig. Und dann... Wie laufe ich dann überhaupt? Ich laufe einfach mal weiter nach rechts, würde ich sagen. Oh, bitte hör mich jetzt nicht. Bitte hör mich jetzt nicht. Oh, er hat mich gehört, er hat mich gehört, er hat mich gehört. Hier muss da irgendwo ein Loch sein. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Da. Da. Los, krieg ich durch. Oh. So weit, so gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ich meine, das heißt doch, dass er jetzt nicht mehr hier ist. Soll ich vielleicht nochmal zurück gucken, ob ich noch irgendwas erledigen kann hier? Ah, die Brücke ist kaputt. Na, dann habe ich ja jetzt auch die Ruhe, mich mal eben noch umzuschauen. Ich habe jetzt kurz gedacht, das wäre irgendwie so eine Flagge, die ich da gesetzt hätte, aber es kommt ja jetzt gar nichts weiter. Oh, keine Ahnung, was das sollte. Vielleicht kann man das auch mit dem machen, wenn man hier vor dem wegrennt. Das könnte natürlich sein. Und das ist jetzt gerade nur passiert, weil er aufgegeben hat und am Zurückkriechen war oder so. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier rein, ne? Wo bin ich denn jetzt genau? Das ist dann... Hm, das ist ja eigentlich schon der Ausgang. Ist da noch irgendwas vor mir? Ich traue der Sache gerade noch nicht so richtig. Was hat noch? Was bist du? Und du? Wer seid ihr? Ah ne, das ist wieder die Olle mit dem Haus. Oder der? Oder die? Ist so relativ vor mir. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da gleich irgendwie reinkomme, reinlaufe. Plastikeimer ist innen ganz mit Blut beschmiert. Wunderschön. Von innen verschlossen, nicht zu öffnen. Okay. Theoretisch muss ich doch jetzt eigentlich nur noch hier entlang. Was höre ich da?
noch weiter, ja? Was steht denn da? Santuaria. Mission erfüllt. Okay. Dritter Tag, ebenfalls 0 Uhr, Hisako-Yao. Das Nest, Spiegelteich. Oh, ist das jetzt die Cutscene? Und ich schon mal dachte, dass sie das wäre. Ich glaube, das ist sie. Wenn das ist, was ich denke, ist es eine etwas längere. Da ist Hisako Yao, da ist Miyakos Bruder. Nun öffnen sich die Tore des Paradieses. Yep. Tschüss, Miyako. Und hallo, du Ding. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Was? Nein, das bin ich nicht. Warum, Ayako? Es ist vollbracht. Wir brauchen keinen mehr. Das ist der letzte. Lasst uns die Ankunft der großen Macht feiern. Unsere Seelen sind gereinigt. So langsam. Wir sind zu spät. You think? Professor! Ja, genau. Hier geht's voll ab. Alle sind da. Na, der wird sich freuen. Ja, die ist ein bisschen verbrannt. And yeah, German dub. Isn't that amazing? Ja, wenn man die Story nicht kennt, muss das doch nur noch eine total verwirrende Cutscene sein. Holy shit. Kyoyasuda x Tage später. Habe ich das erste Ending gekriegt? Ich glaube, wir haben unser erstes Ending. Fuck. Kyoya ist ein bisschen angepisst. Ja, gut, ist ja alles klar. Muss jetzt auch nichts mehr erklären. Ja.
das Lied, ey. Also falls irgendjemand dazuguckt und kurz vorm Einschlafen ist und dann kommt das. Ich muss mal gucken, was die Band noch so gemacht hat, ob die Lieder alle so ausflippen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals geguckt habe, als das dann kam. Aber wahrscheinlich unglaublich verwirrt, weil auf einmal kommt der Abspann, nichts wird erklärt. Du hattest nicht mal einen Endgegner. Die Wahrheit über den Hanno-Dazwischenfall wurde ins Archiv aufgenommen.